Hallo, guten Abend. Willkommen zur Hessenschau. Es ist wieder ziemlich viel möglich. In die Läden dürfen wieder unbegrenzt viele Kunden rein. Nur nutzen die das überhaupt? Oder sind die Leute an so einem Samstag lieber im Wald unterwegs? Auch dort schauen wir hin, denn es entstehen immer mehr illegale Mountainbike-Strecken. Was anderes ist wieder legal. Das Verkaufen von Sex in entsprechenden Einrichtungen, in Bordells, die dürfen seit gestern wieder öffnen. Eine Branche, die so lange dicht gemacht wurde wie kaum eine andere, die legt jetzt wieder los. Allerdings dann doch wieder auch mit so einigen Einschränkungen. Yeah. Im Frankfurter Bahnhofsviertel wird seit rund 30 Stunden wieder mit der Ware Liebe gehandelt. Die Laufhäuser dürfen nach monatelanger Corona-Pause wieder öffnen. Geschäftsführerin Nadine Malecki vom Laufhaus Sex Inn ist dennoch sauer, dass es überhaupt zur Zwangsschließung kam. Denn die Prostitution selbst wurde von den Behörden nicht verboten. Die Hotels waren voll, die Straßen waren voll. Frankfurt war der größte Straßenstrich Deutschlands in der Corona-Zeit, in den ganzen Lockdowns. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn da was eingedämmt worden? Diese beiden Frauen gehen jetzt im Laufhaus anschaffen. Ohne Kamera erzählen sie uns, dass sie eine Tagesmiete von rund 100 Euro bezahlen. Alles darüber hinaus geht in die eigene Kasse. Beim Straßenstrich müssen die Prostituierten ihren Zuhälter bezahlen. In den Häusern sind sie wohl sicherer. Die können jetzt in ihren Zimmern wieder sein und haben die Gewissheit, wenn sie Probleme haben, dass sie den Notknopf drücken können und dass ihnen sofort geholfen wird. Sie sind unter sich. Ja, sie haben jetzt da in ihren Fluren, die haben die Nachbarn, die unterhalten sich und sind sicher. Und auf der Straße sind sie das halt nicht, das ist einfach so. Das Frankfurter Rotlichtviertel erstreckt sich hauptsächlich über die Taunus-, Mosel-, Elbe- und Weserstraße. Allein die erhöhte Taxidichte zeigt, hier kommt wieder Leben rein. Vor 2 Wochen durften schon Bars wie der Leierkasten öffnen. Doch es war wie eine Geisterstadt, sagt Bardame Patricia Freibott. Also das ist schon, für uns ist es auf jeden Fall, ist Lauf wieder da. Weil ohne Lauf ist es schon hier sehr gefährlich gewesen. Die letzten 2 Wochen jetzt ohne Puffs, auf jeden Fall, sehr gefährlich. War ja kein normaler Mensch mehr auf der Straße. Das sieht Christian Eckerlin von der Table Dance Bar Pure Platinum ähnlich. Das Bahnhofsviertel lebt nun mal vom Erotikgeschäft. Sein Credo, wir sind alle so ein bisschen abhängig voneinander. Die Leute kommen zuerst zu uns, holen sich vielleicht den Geschmack oder den Appetit und dann gehen die in die Bordelle. Aber es gibt auch Leute, die kommen hierher, die wirklich nur Spaß haben wollen. In Hessen gab es vor Corona laut Statistischem Bundesamt rund 4000 registrierte Prostituierte. Sie erhalten nach einer Gesundheitsüberprüfung eine Anmeldebescheinigung, im Milieu Hurenpass genannt. Doch momentan legen die Behörden Steine in den Weg, so der Verein Doña Carmen, der sich für die Rechte der Prostituierten einsetzt. Die Gesundheitsämter und Ordnungsämter, die hatten ja die ganze Zeit geschlossen gehabt. Ja? Das heißt, die Frauen, teilweise in manchen Städten, konnten sie überhaupt nicht ihren Hurenpass erneuern, verlängern. Und dann gibt es Städte wie Darmstadt, die sagen, ja, ohne Hurenpass, ohne Verlängerung oder ohne Erneuerung haben die Frauen kein Recht zu arbeiten. Ja? Und dann rufen sie dort an, machen dort einen Termin aus und dann kriegen sie erst im August. Auch in den Laufhäusern gilt Schnelltest, Luca bzw. Corona-App oder Kontaktbogen ausfüllen. Hier muss der Kunde seine Adresse angeben. Das ist laut Sex-In-Chefin den meisten Männern egal. Sie sagt, der Druck ist so groß, da ist selbst das Formular kein Hindernis. Und wir machen weiter mit dem nicht horizontalen Gewerbe, dem ganz normalen Einzelhandel. Volle Fußgängerzonen, das wünschen sich Geschäftsinhaber. Erlaubt ist es auch wieder, nur es ist auch hier nicht so einfach. Auch vor Corona schon hatten einige Läden Probleme, dann kam die Krise. Und die Stadt Hanau entwickelt deshalb neue Konzepte, um einem Aussterben der Innenstadt entgegenzuwirken. Die Innenstadt in Hanau, sie ist im Wandel. Es tut sich viel hier in der Brüder Grimm-Stadt. Ganz einfach ist das aber nicht. Leider auch viele Läden, die leer sind. Man muss mal gucken, wie es weitergeht. Aber auch Veränderungen sind da und die Innenstadt wird jetzt schon von den Hanauern anders wahrgenommen. Ich wohne jetzt seit 11 Jahren in Hanau und vorher hat es mir nicht so gut gefallen und es hat sich so einiges getan. Also ich finde es jetzt viel schöner als vorher. Hanau unterstützt neue Geschäftsideen für die Innenstadt. Das kommt bei den Bürgern gut an. Die Entwicklung ist in die richtige Richtung gegangen.
Zum Beispiel hier. Das ehemalige Schuhkaufhaus ist seit kurzem ein Kunstkaufhaus. Tacheles ist ein sogenannter Pop-up-Store. Also ein Geschäft, das vorübergehend in einer leerstehenden Immobilie unterkommt. Die Idee dahinter? Leerstand in der Innenstadt vermeiden, aber gleichzeitig außergewöhnlichen Geschäftsmodellen eine Chance geben. Im Tacheles werden zum Beispiel nicht nur Kunstbilder verkauft, sondern auch Kunst auf kleinstem Raum gemacht. Wir kämpfen ja gegen den Leerstand an in Hanau und das ist jetzt die erste Location, an der wir sind und wir sind hier nur zur Zwischenmiete. Und bis der nächste Mieter hier quasi rein will, so lange sind wir hier und dann ziehen wir wieder um. Und dadurch haben wir natürlich, zahlen wir weniger Miete, weil wir halt nur zur Zwischenmiete sind. Innenstadt soll anders aussehen. Dafür setzt sich die Stadt ein und will auch Einfluss darauf nehmen, welche Geschäfte hier eröffnen können. Und zwar mit einem Vorkaufsrecht. Manchmal gilt dann auch die Devise, sorry, aber du kommst hier nicht rein. Das heißt, bei jedem Verkauf einer Immobilie muss man bei uns vorbeikommen. Dann entscheiden wir, ob wir anstatt des Käufers eintreten. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, allein wenn es uns gibt, können wir mit dem nächsten Kaufwilligen ins Gespräch kommen und über städtebauliche Verträge verabreden, was wir uns nicht nur wünschen, sondern auch vertraglich festlegen. Die Innenstadt ist heute zumindest voll. Die Kundenfrequenz im Einkaufszentrum fast wieder auf Vorpandemieniveau. Ist die Shoppinglaune also auch wieder zurück? Ich bin mit dem Einkaufen noch ein bisschen zurückhaltend. Man merkt, dass die Lust da ist. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Neue Konzepte für die Innenstadt sind in Hanau da. Jetzt geht es noch zusätzlich darum, die Kunden nach der Corona-Krise wieder in die Geschäfte zu locken. Ja, und dabei helfen natürlich auch sinkende Corona-Zahlen. Mit denen beginnen unsere Kurznachrichten. Innerhalb eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut weitere 85 Corona-Infizierte in Hessen gemeldet worden. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die hessenweite Inzidenz ist auf 7,5 gesunken. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 471 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Das sind 223 weniger als in den 7 Tagen davor. Mindestens einmal geimpft wurden 52,62% der Menschen bei uns in Hessen. Angelique Kerber hat die Bad Homburg Open gewonnen. Der Tennisstar aus Kiel triumphierte heute im Finale gegen die Tschechin Katerina Siniaková. Sie setzte sich glatt mit 6:3 und 6:2 durch. Besser hätte es nicht laufen können, sagte Kerber. Am Montag tritt Kerber beim bekanntesten Tennisturnier der Welt in Wimbledon an. Es ist jetzt ein Jahr her. Damals ist der 16-jährige Emil aus Frankfurt plötzlich spurlos verschwunden. Die Familie und die Polizei haben nach ihm im ganzen Stadtgebiet gesucht, eine Woche lang. Und dann wurde Emil tot aufgefunden im Frankfurter Stadtwald. Der Schüler hatte sich das Leben genommen. Und nach einem Jahr der Trauer spricht jetzt Emils Mutter mit uns. Denn sie will, dass aufgeklärt wird über das Thema Suizid bei Kindern und Jugendlichen, gerade an Schulen, damit genau solche Tragödien eben nicht mehr passieren. Juni 2020. Emil verschwindet spurlos. Dabei wollen Zeugen den 16-jährigen Schüler noch gesehen haben. Als wir nach Hause kamen und die Schuhe waren nicht da, wusste ich, das ist jetzt ernst. Und dann haben wir eine Woche lang gesucht, mit Hilfe von Halb Frankfurt. Und dann kam irgendwann, wie im Film, die Polizei. Und dann stehen zwei Leute vor der Tür und teilen einem das mit. Ihr Sohn nimmt sich im Frankfurter Stadtwald das Leben. Was bleibt, ist ein Abschiedsbrief und viele offene Fragen. Also er sagt, er sei so anders, dass er für sich hier keinen Platz findet und glücklich wird. Und deswegen lohne es sich für ihn nicht, weiterzuleben. Eine der vielen Fragezeichen, die er hinterlassen hat. Schön wäre es, wenn man sagen könnte, das war's.
Alex Pohl spricht das erste Mal vor einer Kamera über den Freitod ihres Sohnes. Nur durch Aufklärung, glaubt sie, lassen sich ähnliche Tragödien vermeiden. Selbstmord ist bei Kindern und Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache. 185 Fälle gab es 2019 deutschlandweit. Jetzt fordert sie zusammen mit einer Lehrerin eine hessenweite Suizidprävention an Schulen. Eine Fortbildung für Lehrkräfte. Wenn einer sagt, ich bin suizidal, ich überlege hier gerade, mir das Leben zu nehmen, dann muss man ganz dringend einschreiten und einspringen und fragen, was ist denn, ins Gespräch kommen und dann weiter vermitteln und weiterhelfen. Wenn ich aber nicht weiß, wie das geht, dann werde ich es nicht tun und dann sehe ich es vielleicht auch Krisen nicht. Warum junge Menschen sich das Leben nehmen, Ursache hierfür ist meist eine Depression. Überforderung, Mobbing, Stress zu Hause, in der Schule können Auslöser sein. Auch bei Emil wurde eine Depression festgestellt, als er nach einem Auslandsschuljahr zurück nach Frankfurt kommt. Die Rüsselsheimer Lehrerin Judith Jung kritisiert die bisher fehlenden Fortbildungsmaßnahmen an Schulen. Momentan ist es so, dass ein Schüler, eine Schülerin Glück haben muss, auf eine sensibilisierte Lehrkraft zu treffen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass es unerkannt bleibt. Und ich finde, das geht nicht. Wir brauchen verbindlichere Richtlinien zur Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte. Was sie fordert am Riedberg-Gymnasium Frankfurt, wird es aktuell erprobt. Präventionsworkshops für Lehrkräfte. Nach den Sommerferien soll das durch Spenden finanzierte Projekt fortgesetzt werden. Auch an dieser Schule gab es bereits einen Suizidfall. Ein Suizid ist nicht etwas, was jetzt ständig passiert. Aber diese einzelnen Erlebnisse sind natürlich so prägend, dass man eben doch das Gefühl hat, dass man da dringend was tun muss. Und die Kunst ist halt, den Moment zu erkennen, wo die Kinder fallen und dann da zu sein. Psychologin Christine Bott leitet das Projekt am Riedberg-Gymnasium. Warnsignale von suizidgefährdeten Jugendlichen frühzeitig erkennen. Dafür sei die Schule als konstanter Kontakt besonders wichtig. Bei den Verhaltensauffälligkeiten ist es wirklich so dieser Rückzug, der Interessenverlust im Bereich Hobby, Peergruppe, also bei Freunden etc. Themen wie symbolische Äußerungen, also sprich ganz einfach der Abschiedsbrief, der typische, oder auch Posts bei Instagram, Facebook etc. Mit Hilfe einer frühzeitigen Therapie schaffen es Betroffene meist aus der Krise. Aber sie brauchen einen Anstoß und darum sei Aufklärung an allen Schulen notwendig. Am 1. Juli wird Alex Pohl ihr Projekt dem Kultusminister vorstellen. Am liebsten hätte ich mein Kind wieder, aber das ist schwierig. Ich wünsche mir, dass der Tod von Emil andere Kinder dazu anleitet, sich früher zu öffnen und sich Hilfe zu suchen. Emil hilft damals keine psychologische Unterstützung mehr. Er hat sich gegen das Leben entschieden. Aus welchem Grund genau, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Sehr traurig und trotzdem umso bemerkenswerter, wie sich die Mutter da jetzt engagiert. Falls Sie selbst schlimme Gedanken im Kopf haben, wir haben hier zwei Telefonnummern eingeblendet, wo es Hilfe gibt. Die Telefonseelsorge für Erwachsene 0800 111 0111 und für Kinder und Jugendliche gibt es die sogenannte Nummer gegen Kummer 116 111. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ab Downhill durch den Wald. Ja, auf einem vollgefederten Mountainbike, so sieht das dann aus Fahrerperspektive aus. Mountainbiker kommen da so richtig in den Flow rein, aber es sind ziemlich viele und so entstehen auch immer mehr illegale Rennstrecken, auch in der Nähe von Marburg. Eine quergelegte Buche soll sie aufhalten, Mountainbiker, die hier mitten durch den Wald wollen. Förster Christian Korf kämpft in seinem Revier schon länger mit rücksichtslosen Fahrern. Diese Strecke bei Marburg, eine von vielen. Naja, die kacheln hier mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Wald. Sie springen unten über den Weg drüber, beziehungsweise hier oben war ein Sprung. Das ist ein Bruchteil von Sekunden, da sind die an einem vorbei. Ne? Abseits von Wald- und Wanderwegen und damit illegal. Mancher wundert sich über die Absperrung. Also kann man davon ausgehen, dass hier vom Forstamt mal wirklich was freigegeben wird, wo man das darf, oder? Naja, freigegeben ist ja alles nach dem hessischen Waldgesetz naturbefestigte Wege, wo ein Begegnungsverkehr möglich ist. Hier seht ihr die frisch gesetzten Bäume. Und für uns ist halt das Problem in dieser Situation, dass es sehr viel Mühe kostet, sowas überhaupt wieder zu bepflanzen. Der Borkenkäfer hat letztes Jahr zugeschlagen. Jetzt stehen hier junge Ahorn- und Eichenbäume. Die halten das Klima besser aus, wenn rücksichtslose Biker die jungen Triebe nicht vorher umfahren.
In Hessen ist der Mountainbikesport weit verbreitet, samt vieler verschiedener Spielarten. Beim Downhill beispielsweise geht es darum, schnell den Berg hinabzukommen. Spektakuläre Sprünge inbegriffen. Viele solcher Strecken entstehen über Nacht. Einer macht den Anfang, andere folgen. Wir haben seit Corona eine starke Zunahme. Im Moment, jetzt wo die Lockerung wieder, dass man abends auch wieder in die Stadt gehen kann, jetzt wird es wieder etwas ruhiger. Es war in den letzten anderthalb Jahren doch viel los, merklich mehr los. Ärger um den Wald gibt es vielerorts in Hessen. Dabei kann der Sport an vielen Stellen auch legal ausgeübt werden. Auch das hat Reizvolles. Das ist auf der einen Seite das Erleben von Geschwindigkeit. Nervenkitzel gehört auf jeden Fall dazu. Also so Sprünge zu fahren und dieses Gefühl von Schwerelosigkeit ist auf jeden Fall eine Sache, die man sucht, die man vielleicht auch braucht, wenn man das regelmäßig macht. Marco Scheithauer ist Mountainbiker aus Leidenschaft. Als Jugendlicher hat er vom Großvater ein BMX-Rad geschenkt bekommen. Damit fing alles an. Auch er ist schon abseits der Wege gefahren. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Also oft ist es halt so eine Gratwanderung. Man weiß selber nicht, war das schon immer ein Trampelpfad? Ist das jetzt eine illegale Mountainbike-Strecke? So ganz ohne geht es nicht. Ging es anfangs nicht, aber wir haben jetzt hier in Marburg das Glück, dass wir jetzt seit 6, 7 Jahren mit dem Forstamt quasi Hand in Hand arbeiten. So konnte Marco Scheithauer mit seinem Verein eine legale Strecke im Staatswald anlegen. Das hat Biker und Förster in Marburg einander näher gebracht, aber leider nicht dafür gesorgt, dass illegale Strecken weniger werden. Christian Korf muss weiter Aufklärungsarbeit leisten und hofft, dass sich Biker an Absperrungen auch halten. Das hier sind Live-Bilder von vor dem Kloster Eberbach vom Rheingau Musikfestival. Das ist vor wenigen Augenblicken gestartet. Andreas Hieke ist live für uns dort. Und das Besondere ist, ja, dass das Event überhaupt wieder stattfindet. Und die Frage deshalb an Andreas, was macht den Abend noch einzigartig? Erstmal natürlich diese Kulisse. Ja. Hier in der Basilika spielt jetzt gerade das HR-Sinfonieorchester ein Konzert mit Werken von Jean Sibelius und Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Besondere ist heute, dass der Bundespräsident dabei ist, Frank-Walter Steinmeier. Das ist nämlich heute das Benefizkonzert des Bundespräsidenten, das es traditionell gibt hier beim Rheingau Musikfestival. Und dass der Erlös kommt jungen Musikern zugute. Wir haben Frank-Walter Steinmeier vorhin gesehen. Das ist alles ganz schwierig hier mit den Sicherheitsauflagen. Deswegen stehen wir jetzt draußen, während drinnen das Konzert ist. Wir haben ihn aber vorhin gesehen bei seiner Rede. Er hat gesagt, wie wichtig es doch ist, dass wir die Kultur haben, dass wir jetzt wieder zusammenkommen können. Und hat den Gästen empfohlen, dass sie doch jetzt Kraft tanken sollen mit dieser schönen Musik für einen Neustart jetzt nach der Corona-Krise. Und wie wichtig es auch ist, dass wir junge Musiker mit den Erlösen hier fördern. Das Orchester wird ja zum letzten Mal geleitet von Andrés Orozco Estrada, der Dirigent des HR-Sinfonieorchesters, der jetzt zu den Wiener Sinfonikern wechselt. Wir hätten ihn gerne jetzt im Interview gehabt, aber das hat auch aufgrund der Sicherheitsauflagen so nicht geklappt. Ich konnte wenigstens mit ihm sprechen, während das Kamerateam dann schon drin sein musste. Er hat nochmal die Zusammenarbeit gelobt mit dem HR-Sinfonieorchester, wie toll das gewesen wäre. Er hätte der sein können, der er ist. Das ist doch ein tolles Kompliment. Und das Orchester hätte aus ihm Sachen herausgekitzelt, von denen er noch gar nicht wusste, dass er sie kann. Also ein ganz bescheidener Auftritt. Dazu passt auch übrigens, dass er in Kronberg, wo er gewohnt hat, mit seiner 8-jährigen Tochter gerne mal im Opel Zoo war. Da hätte man den großen Meister in den letzten Jahren also durchaus mal treffen können. Das hat ihm sehr gut gefallen dort, also ganz bodenständig. Ja, und es wurde dann die Nationalhymne gespielt. Die haben wir auch noch kurz in Teilen mitnehmen können. Ich habe mal darauf geachtet, beim Fußball wird ja mal geguckt, singen alle Spieler mit. Ich habe ganz genau hingeguckt, der Ministerpräsident Volker Bouffier, Frank-Walter Steinmeier. Nein, sie haben nicht mitgesungen. Wenn das HR-Sinfonieorchester spielt, dann genießt man das einfach still und singt nicht mit. So, wir sind jetzt hier im Garten. Zwischen diesen Eiben stehen lauter Stehtische. Hier wird jetzt dann nach dem Konzert der Empfang des Bundespräsidenten stattfinden. Ganz klösterlich bescheiden. Es gibt nur hier in diesem Päckchen ein bisschen Laugengebäck und dazu natürlich den guten Wein vom Kloster Eberbach. Es gibt einen Weißwein und einen Rosé, passend zur Jahreszeit, damit das Geld im Wesentlichen den jungen Künstlern
zugutekommt. Also, eine tolle Sache heute Abend hier, wenn Sie das Rheingau Musikfestival besuchen wollen. Ja, es ist immer schwierig, Karten zu bekommen, zumal jetzt immer nur halb so viele Besucher in den Konzerten drin sein dürfen wegen Corona. Aber dafür werden die Konzerte sozusagen meistens doppelt gespielt. Also, das sollte durchaus möglich sein. Es kann sich auch lohnen, einfach nochmal am Abend herzukommen. Verschiedene Spielorte, fast 20 Spielorte, 190 Konzerte, das Rheingau Musikfestival. Wir freuen uns drauf und damit war es das hier aus dem schönen Garten des Kloster Eberbachs. Ein wirklich schöner Garten, sehr, sehr festlicher Anlass. Danke, Andreas, der hoffentlich dann nochmal reinkommt. Aber schön, dass wir die Musik trotzdem hören konnten. Die E-Scooter, das sind Roller, die unsere Mobilität grüner machen sollten. Am Ende aber landen sie oft einfach nur im Grünen. Sie sollten Autos ersetzen, werden aber per Transporter durch die Stadt gekarrt. Ein bisschen absurd. Und außerdem, der E-Scooter der Zukunft benötigt gar keinen Akku. So zumindest sieht's dieser Karikaturenzeichner. Einer von vielen, die in der Galerie für komische Kunst in Kassel von heute an eine neue Ausstellung bestücken. Elektrisierend ist sie, die neue Mobilität. Sogar mit selbstdenkenden Autos. Die Möglichkeiten scheinen mittlerweile unbegrenzt, aber auch verworren. Was, wenn uns das alles über den Kopf wächst? Wohin führt uns dieser elektromobile Weg? Falls Sie eine Orientierungshilfe brauchen angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, sich fortzubewegen, wir helfen Ihnen gerne weiter in der Ausstellung Abgefahren in der Karikaturgalerie in Kassel. Okay, wir hätten da ein paar Fragen. Zum Beispiel, ist der E-Scooter wirklich die größte Gefahr des 21. Jahrhunderts? Wenn sie immer größer werden? Vielleicht. Wenn vorhandene Infrastruktur mitgenutzt werden kann, ein Fortschritt? Vielleicht. Kinderwagen, Schieber können kaum über den Bürgersteig fahren. Ja, die liegen in allen möglichen Gewässern drin. Ja, also das ist keine Lösung für die letzten 100 Meter. Ja, dafür haben wir Füße bekommen. Man kann wirklich lachen, lachen, lachen und nachdenken. Wunder in der Verkehrswende können die E-Scooter wohl nicht vollbringen. Aber fahren vielleicht Autos demnächst ohne uns in den Urlaub? Vorsicht, die Entwicklung von Mobilität und Funknetzen schreiten bei uns nicht gleich schnell voran. Zumindest eröffnen autonomes Fahren und künstliche Intelligenz beim Reisen ganz neue Möglichkeiten, oder? Ja, wenn Sie dieses Bild hier meinen, würde ich sagen, da sind wir noch eine Weile weg, obwohl ich mit meinem Hund schon längere Zeit übe. Also immerhin kann er schon lenken, nur kommt nicht ans Gaspedal. Na Gott sei Dank. Apropos, wie groß ist wohl der CO2-Abdruck einer Himmelfahrt, fragt sich die Fridays for Future-Bewegung in Rom. Und während der Heilige Vater nach Antworten sucht, wird anderswo beim Fliegen schon umgedacht. Ich bin nie im Billigflieger geflogen. Allein auf die Idee zu kommen, ne, mit dem Luftballon umgebunden zu fliegen, also das ist doch genial. Zu guter Letzt führt an einer Frage kein Weg vorbei. Inwieweit hat uns die Corona-Pandemie ausgebremst? Homeschooling und die Folgen. Und mit dem Umweltschutz ging's auch nur im Schneckentempo voran. Wohin gehst du mit uns, Mobilität? Deutschlands Cartoonisten scheinen in Kassel die Antwort zu kennen. Die Zukunft wird ziemlich abgefahren. Ja, und genau so heißt eben diese neue Ausstellung im Karikatura in Kassel, zu sehen bis 1. August. Und wo wir schon bei Mobilität waren, reden wir übers Radfahren. Ich bin am Rande des Odenwalds aufgewachsen, auf einem Berg, wenn Sie es genau wissen wollen. Den musste ich jeden Tag mit dem Rad bezwingen, egal wo ich hin wollte. Ich bilde mir ein, es hilft mir immer noch bei Radtouren heutzutage.
Aber eine ganz andere Nummer ist dieser Mann, Jonas Rutsch. Der ist mitten im Odenwald gewachsen, wo nur Hügel sind. Und am Ende ist er Profi geworden. Heute ist er erstmals bei der Tour de France gestartet. Aus Erbach im Odenwald geht's mit gerade einmal 23 Jahren auf die Weltbühne des Radsports. Für Jonas Rutsch geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er ist dabei in Frankreich bei der Tour de France. Jonas Rutsch. Schon als kleiner Junge war er fasziniert vom härtesten Rennen der Welt. Ich habe so mit 5 Jahren angefangen, Radrennen zu fahren, damals noch auf dem Mountainbike. Und da gab es ein Rennen, und da gibt es auch ein Bild zu, ist leider schwarz-weiß. Da habe ich ein gelbes Trikot an, das musste mir mein Vater damals kaufen, weil ich das gelbe Trikot von der Tour so cool fand. Jonas Rutsch fällt sofort auf, sprichwörtlich ein Riesenkerl, der die Fachwelt beeindruckt. Ich habe mich für Jonas Rutsch sehr gefreut. Er ist ein ungewöhnlich großer Fahrer mit fast 2 Metern. Ich glaube, 1,97 ist er genau. Die muss er natürlich erstmal über die Alpen, über den Mont Ventoux und auch über die Pyrenäen schleppen. Das wird richtig hart, aber er ist ein sehr guter Fahrer. Und in den letzten 50 Jahren erst der 4. gebürtige Hesse, der die Tour de France in Angriff nimmt. Zuvor waren dies in den 70ern Jürgen Kraft aus Buseck bei Gießen, Didi Thurau, die Legende aus Frankfurt, 1977, 15 Tage im gelben Trikot. Ebenfalls dabei Kai Hundertmark aus Kelsterbach und jetzt der junge Jonas Rutsch. Ja, es ist natürlich eine Art Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht, und ich bin super happy. Weil sich Jonas Rutsch mit seinen 1,97 daheim im Odenwald des Öfteren die Berge hochquält, wird er von den Kumpels liebevoll die Bergziege genannt. Die Ziege mit den Dackelbeinen, langer Körper, kurze Beine. Seit heute ist die Odenwälder Bergziege in Frankreich unterwegs, und die erste Etappe war geprägt von dramatischen Stürzen. Jonas Rutsch ist zum Glück nicht beteiligt, erlebt aber hautnah, wie brutal die Tour sein kann. Achtung, links im Bild. Eine Zuschauerin sorgt für den nächsten Massencrash. Wieder hat Jonas Rutsch Glück, nicht aber der Deutsche Toni Martin. Fans unverantwortlich viel zu nah an der Straße. Ob Toni Martin die Tour weiterfahren kann, klärt sich erst spät am Abend. Jonas Rutsch wird auf seiner allerersten Tour de France-Etappe 82. Aber wer weiß, vielleicht erfüllt sich der Odenwälder ja bald den nächsten Kindheitstraum, einen Etappensieg. So wie heute Julien Alaphilippe beim härtesten Radrennen der Welt. Ja, das mit dem härtesten Radrennen haben wir gerade gesehen. Wir drücken Jonas Rutsch alle hessischen Daumen, dass er da gut durchkommt und auch ohne Stürze. Jetzt geht's weiter mit Tim Frühling und den Wetteraussichten. Und nach der Tagesschau geht's mit dem HR Fernsehen ans Wattenmeer. Ich sag bis morgen. Tschüss.